Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welches noch werden wollen. Super Expert C, 15 Minuten für die ganze Partie gegen Fritz 1. 15 Minuten für die ganze Partie. 386er Slow, 500 Cycle, 1000 war vorher eingestellt bei 386 Slow. Mal gucken, ob das ungefähr so einem 286er entspricht. So wie ich den damals hatte. Also so wie sich das Brett aufgebaut hat, könnte das durchaus der Fall sein. So, ich gebe dem Fritz mal Weiß. C4. Und da muss ich gleich auch noch hier das Sound technisch ändern. So, C5. Springer F3. Springer F6. Ich glaube, jetzt Springer C3 und Springer C6. G3. G6, das Ganze symmetrisch hier. Ach, das war's. Theorie Ende. Aber es spricht jetzt gegen Läufer G2. Suchtiefe 4. 5. Ich habe das Minimum genommen, damit sich das auch ein bisschen angleicht hier. Ich hatte heute schon mal spielen lassen, Milano gegen ihn hier. Ja, es war so ein sehr zähes Endspiel. Das wurde überhaupt gar kein Ende nehmen, die Partie. Interessant, D4 ist anscheinend keine Theorie. Da gibt es ja gleich einen Übergang, aber ich weiß nicht, ob die beide Zugumstellungen erkennen. Wenn, dann könnte ich mir eher vorstellen, Fritz erkennt die Zugumstellung. Ja, Fritz 1, ich meine 92 oder 91, ich weiß gar nicht mal so genau. Das war ja mal ein Abo-Prämie von Computerschach und Spiele, Fritz 1. Da muss ich ja überlegen. 15 Minuten, weil ich möchte mal eine Partie, ein Video machen, was nicht so ewig lang ist. C5, D4. Das Problem ist, das vergesse oder verdränge ich das immer, dass hier Fritz ohne Sound ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was man bei dem Sound für Einstellungen vornehmen muss von Fritz 1, weil da wo hier 386er, 486er, ein Pentium, wo man auch die Prozessoren, Rahmenspeicher etc. verändern kann in diesem Menü, ob da irgendwas geht, dass er wieder Sound von sich gibt. Ob das vielleicht Probleme gibt, dass Fritz, weil bei Fritz 3 ist das auch noch. Das gab bei diesem PC-Speaker, das war so ein Mini-Lautsprecher im PC. Und wenn man wohl keine keine Soundkarte drin hatte, dann hat der den Sound übernommen, dass man überhaupt irgendwelchen Sound hatte. Und wenn das beides unterstützt, dass das dann vielleicht Probleme gab, dass der Emulator vielleicht diesen PC-Speaker nicht drin hat. Das wäre durchaus denkbar. Dass die anderen vielleicht den PC-Speaker gleich mal unterstützt haben. Also WCS und so weiter. D7, D5. Da wird noch alles nachgemacht. Ja, D5 Springer steht Springer B5. Ich glaube, das wäre ein bisschen primitiv. Der Drohung. Ja, Springer will ja sowieso hängen. Meinetwegen D5 Springer, D5 Springer, B5 E6 als Beispiel. Und dann käme ja Läufer D5. Bauer Dame D5, Dame D5, Springer C7 Schach und dann Springer D5 schlägt. So in der Art. Ja, Springer B5, da kommt einfach Dame Schach. Gut, Springer C3, aber ich glaube, das ist zu oft drauf. Springer, Springer, Läufer, Bauer, das wird nicht gehen. Da kann man nicht drauf hoffen, auf so eine Falle. Er schreibt, er sucht die für M4, aber in der Variante, die ich lesen kann, ist im 1, 2, 3, 4, 5 sind 6 Züge abgebildet. Läufer E6. Kann man die auch tragen, die Figuren? Ne, kann man nicht. Ich dachte, man könnte die Figur nehmen und dann zu dem Feld hintragen. Das geht aber nicht. Ich muss mal darauf achten, ob diese bei langen Zügen, meinetwegen Dame D1, D8, Turm A1, H1, irgendwie sowas, der auch diesen
Mein Rechner, den ich damals hatte, noch langsamer war als der. Ich habe irgendwo mal gelesen, so ein 386er soll eh nur ein verkappter 286er sein. Da hat mir jemand geschrieben, er wäre nicht so der Fan vom 386er, dann eher 286 oder 486. Hochade. Ja, Springer C6 könnte ich mir vorstellen, einfach weiterentwickeln. Figurenentwicklung. Gibt es eigentlich keinen Über? Da muss man die nicht rumraten. Über Fritz. Okay. Ihr cleverer Schachpartner. Ihr Vertrieb der Böder AG. Entwickelt von Chessbase GmbH. Über Sehring 25 2000 Hamburg 60. Kostenlose Information anfordern. Info beendet. Springer A6. Da will er den nach C7 ziehen. Den Springer. Und dann ja D5 nochmal decken. Weil dann könnte er den Läufer weg. E4. Ja, dieses Lautlose stört mich doch ganz schön. Was natürlich nicht funktionieren würde, ist, wenn ich jetzt Fritz. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich wüsste es nicht, dass man jetzt meinetwegen beim Fritz 1, 2, 3 auf dem PC hat, dass man dann die Fritz 1 Engine meinetwegen jetzt bei Fritz 5, 3, 2 reinmachen würde. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht für Fritz 5 und so. Sonst hätte man sagen können, okay, dann gehen wir die Engine noch dazu. Ich weiß gar nicht, welches Programm das war. Da waren die anderen Vorgängerversionen auch alles schon dabei. Das wäre so, als wenn bei Fritz geht die Springer C2? Springer C2 und dann? Dame F3, Läufer C4. Springer, jetzt bin ich mal auf die Pointe gespannt. 0,05, F1, D1. Na gut, greift ja erstmal die Dame an. Die muss dann reagieren. Minus 2. Hat er übersehen. Er ist zu langsam auf dem 286er. C1, H6. Okay, was rettet das denn? Läufer H6. Läufer B2. Die Idee war wahrscheinlich, wenn er geschlagen wird, dem Springer rauszuziehen. Also Läufer schlägt H6. Springer C3 zum Beispiel. Wenn er dann schlägt den Turm, dann kriegt er zwei Figuren für den Turm. Das war wohl die Idee, dass es sich den ganzen Turm kostet. Minus 2,88. Weiß es aber nicht, wie viel DOS verbraucht hat an Ressourcen. Muss halt überdenken, so ein Schachcomputer, der ist ja. Der hat ja nur eine Funktion, und das ist Schach. Gut, die damaligen PCs und 286er, der hatte jetzt auch nicht so eine wahnsinnige große Funktionsvielfalt. Um es ja immer so zu sagen. Also Musik abspielen, Videos abspielen, sowas gab es ja damals auch gar nicht. Konnten Sie vielleicht so PC-Spiele spielen? Ja, vielleicht im limitierten Umfang, vielleicht damals schon so Textverarbeitung. Und all solche Sachen, Tabellenkalkulation und all sowas. Also PC, Smartphone könnte ich mir vorstellen. Da steckt so ein PC schon locker in der Tasche, auch ein 486er. Ich habe mal ein Video gesehen, da ist jemand durch Brasilien getourt oder Argentinien, ich weiß es nicht mehr genau. Der hatte so einen selbstgebauten Laptop, so ein flacher Holzkasten war das. Da war das Smartphone drin und das Smartphone war mit einer Tastatur verbunden. Und dadurch hatte er quasi aus dem Smartphone einen Android-Rechner gemacht. Ich könnte mir vorstellen, auf diese Art und Weise gibt es bestimmt auch sowas wie Textverarbeitung dafür. Den könnte man noch schlagen mit dem Springer. Springer schlägt und dann Läufer nach G7. Das wäre so meine Idee. Okay. Ja, und jetzt Läufer G7. Was will er da groß machen? Läufer G7, Turm HG8.
Ich weiß ja nicht, ob das jetzt generell stärker ist, ob 500 Cycle zu langsam ist. Was ist 1000 Cycle, 3086er Slot, weiß ich nur nicht, was das sein soll. Ist das ein 3086er mit 16 MHz? Ich glaube, ich habe irgendwo was mal in 2086er gelesen, 16 MHz, dann wäre das ja quasi nur 8 MHz, 2086er. Buffer A1, Sleepo, don't sleep, when you looking at the water. Was haben wir denn hier? Außer der Qualität weniger. Vielleicht besser auf dem PC-Bildschirm begucken das Ganze. Ist das dann zu kapieren? Also was hat das Läuferpaar? An der Königsseite sind das gleiche Bauern. Das ist die gleiche Bauernanzahl. An der Damenseite hat der Bauern weniger. Das ist übrigens der Weiße Turm, nicht, dass das irritiert. War zu faul, den hinzustellen. Da reicht die Antwort für, ein bisschen schneller kommen hier. Schwarz kann ich rochieren. Und König F8, G7 wäre auch nur bedingt machbar. König schlägt, dann wird man später gleich zur Damenseite. Ich weiß nicht gerade, ob da eine Art Kompensation herrscht. Für das Material. Springer C3. Wenn Weiß es schaffen würde mit dem Läuferpaar jetzt hier und Springer einen Angriff zu, zu starten. Springer B5, Läuferschach, König C8. Ich könnte mir vorstellen, das wäre eine Stellung, die... Ja, ich weiß nicht, wir sind ja auch keine Halbgötter hier. Wie auf dem 3086er Fritz 11, ob der es noch gewinnen würde für Weiß. Aber die sehen ja auch viel weiter. Aber ist Fritz 11 ja auch auf einer schwachen Hardware laufen, auf dem 3086er. Was ja gar nicht geht, weil das wird gar nicht drauf laufen. C3 B5. Lippo glotzte auf das Brett, fand das sicher super nett. König rüber. Tja, was tun? Läuferschach geben, König A8. Dann tut das doch gar nichts. Läufer D4, jetzt ist schon mal A7 aufs Korn genommen. Springer C5, D4 E5, okay. Ja doch, Springer C5, dann hat er das Läuferschach. Das sieht natürlich nicht in die Ecke. Ja, das ist ein ungültiger Zug. Springer A6, D5 ist nicht possible. Ach man. Heikal. Für sie lasse ich den zu Geld, dann schlägst du den Springer weg mit E4, D5. Der König A8, Springer C7 Schach, König B8, Springer A6 Schach, aber bringt das überhaupt einen Dauerschach oder so? König C8. Für mich ist das immer noch irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist, so eine leichte Magie, diese Geräte hier stehen zu haben. Weil ich ja so lange ohne Schachcomputer war. Mir immer gewünscht hätte, ich würde noch wieder einen. Hätte wieder welche. Jetzt habe ich ganz viele. Das hätte ich damals auch nicht gedacht. Also als ich mir den ersten MM5 gekauft, oder MM2, exklusiv 2 war das. 2018, ich meine, Dezember 2018 habe ich mir den exklusiv 2 gekauft. Läufer D4. Da hätte ich auch nicht im Traum vorstellen können, dass ich mal so viele Schachcomputer hätte. Oder so einen YouTube-Kanal über Schachcomputer. Das hat sich dadurch... Den YouTube-Kanal gab es ja vorher auch schon. Aber eben nicht über Schachcomputer. Und ich habe mal gelesen, man muss sich irgendwie spezialisieren. Also wenn man einen Kanal macht mit ganz vielen verschiedenen Sachen, dann ist das nicht so gut. Dann kriegt man halt seine Fans für den Kanal und die mögen das, was auf dem Kanal stattfindet. Dann passt das schon. Was ich letztes Mal gelesen habe. Da hat jemand ein Video gemacht. Das handelte davon, der hat wohl dieses Stellar Blade auf der PS5, da hat er aber so Let's Plays von gemacht. Und eines von diesen Videos wurde gelöscht. Und davon, das hat er thematisiert in diesem Video. Da hat er erwähnt, er würde, was war es, 18 bis 20 Stunden pro Tag würde er sich intensiv mit diesem Kanal beschäftigen. Und 4 Stunden Schlaf bräuchte er dann schon.
Es weiß er doch. Ne, weiß es dran, er doch. Ach du Lippo, Fritzer weiß, zack. Ha. Kann man den Springer nicht einfach nehmen? Dann Läufer C5 schlägt, dann machst du eben. Hat sie das König beiseite. Jeder Tausch ist doch gut für Schwarz. Könnte man sich denken. Das gibt ein Kanal. Wie heißt der denn? Morgana Macabre, sowas in der Art. Die macht so Let's Plays. Von Tomb Raider. Momentan diese Tomb Raider Remaster sind da rausgekommen. Also die Tomb Raider 1, 2, 3. Man kann die mit alter Grafik spielen oder mit aufgepeppter Grafik. Sagen wir mal so, nicht neuer Grafik oder so, aufgepeppter Grafik. Und das macht sie als Let's Plays. Die ist auch schon ganz schön lange dabei. Und von GameTube heißt das. Da hat die ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, damals den Kanalnamen her. Deswegen fand GameTube. Und dieser GameTube-Kanal von GameStar, der Let's Played gerade Stellar Blade. Das gucke ich mir auch an. Damit C6. Wie wär's denn dann mit Bauer E5? Ja, man muss jetzt die Dame so ziehen können, dass der Läufer noch gedeckt ist. E5 schlägt F6. E7 schlägt F6. Das Problem wird, glaube ich, sein, dass der Läufer... dass die Dame nicht so ziehen kann, dass der Läufer gedeckt bleibt. Weil die Felder hat sie ja nicht. Das ist das Problem. Eva kommt B6. Wow, da, was willst du da machen? Dann wird getauscht. Dame E4. Ja, das könnte man machen. Dame E2, das ist der gleiche Sinn. Dame E4 hätte nur eben B7 noch weiter unter Schuss gehabt. Da Dame E2, Dame C5, Dame schlägt E6 und Dame schlägt G8. Das wäre dann materiell ein Desaster. Dame E5. Vielleicht Dame B5. Dame B5 greift ja auch B7 an. Dame A1 Schach, Läufer F1, Läufer H3. Und da kannst du aufgeben. Na, geht nicht. Mit der Idee, Dame nach B5. Da käme Dame Schach, der Läufer muss dazwischen, Läufer H3. Das wird ja sogar schon matt. Und ich sehe nicht mal das nächste Schachgebot für Weiß. Ja gut, Dame nach C5 Schach. König B8, Dame D6 Schach, König A8, Ende Schach. Das ist das Problem, da ist das Pleite. Dame E5 schlägt. Das ganze Ding ist wohl jetzt gelaufen. Weil Schwarz hat die Qualitäten mehr und hat noch diesen Bauern, diesen Mehrbauern auf der Damenseite. Ach, Läufer A7. Hatte ich gedacht, der war auch schon weg. Hatte diesen Mehrbauern auf der Damenseite. Läufer A2 schlägt. Hat wieder den Mehrbauern auf der Damenseite. So. Läufer H3 Schach, König C7. Ha. Da haben sie aber noch ein Wunder geschehen, wenn das irgendwie Remis werden soll. König D7. Ach so, wegen Turm B8. Läufer B7, Turm B8 und einer fällt. F2, F4, E5, F4, G3, F4, Turm F8. Ha, Läufer E3. Er nimmt auch. Nimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Grafik schon hübsch von Fritz. Und selbst Fritz 1 hatte schon eine schöne Grafik. Wenn der jetzt Kantenglättung gehen würde, dann wird das richtig, wird das heute auch noch gut aussehen. Ist hier eben diese Treppen. Durch die schwache Auflösung, das ist halt das Problem. Oder von 286er würde glaube ich, nicht mal HD Ready laufen. Das wäre auf diesem Bildschirm. Diese Bildpunkte auf diesen Röhrenbildschirmen, die waren ja nicht so ganz klar wie heute, dass man jeden Punkt zählen kann. Von daher könnte ich mir vorstellen, sah das ganz anders aus.
Ich hätte ja einen 17 Zoller unten, aber ich habe jetzt keine Lust, dann 17 Zoller hochzuholen, um das dann nachzusehen. Was hier passiert? Läufer C5. Turm F4. Ich gucke es mir noch ein bisschen an, aber dann ist ja total pleite hier. Minus 2,91, Läufer B7. Aber wie willst du das Ding Remis machen? Vielleicht wenn du eine... Bei solchen Sachen würde es mich ein bisschen interessieren, falls sich ein Läufer wegtauscht, aber dann hat man dann 2, 4... Dann müsste auf 6 Steine kommen, das wäre das Problem. Aber selbst Läufer Turm und Bauer 2 Bauern und 2 Könige, selbst das ergibt mehr als 6 Steine, also ich glaube 7 Steine, das gibt es ja noch nicht. Läufer F2, Turm B4. Turm B2. Zeit! Der Fritz hat aber 5 Minuten 9. Der Fritz ja eh keinen Ton von sich gibt, wir sollen uns auch damit nicht beglücken. Oder nerven ihn mit dem Zeitsound. Ich frage mich, ob so eine Position Stockfisch-Remis machen würde. Mit Schwarz gegen den Schachcomputer. Also Remis mit Weiß natürlich. Ob Stockfisch da noch eine Chance hätte gegen den Schachcomputer hier. Ich weiß nicht, ab wo Table Bases möglich sind. Manchmal, man hätte so einen Rechner mit 128 GB RAM und geilste und schnellste vom schnellsten, ob dann das schon als Table Bases möglich wären. Also quasi eine Datenbank aus dieser Stellung heraus errechnen. H3. Ich glaube, mitten im Spiel kann ich das nicht mehr ändern. Das wäre auch mal interessant. So eine Stellung in der Art nehmen, sowas in der Art, dass ein Schwarz steht auf Gewinn. Und dann lässt man ein stärkeres Schachprogramm mit Weiß spielen. Ob der das dann irgendwie noch Remis halten kann. König D6. Läufer H1. Okay. Ja, zumindest. Ja, gut, ich. Keine Ahnung. Turmschlag König H2. Da will der König nur herankommen. Läufer D5 könnte ich mir vorstellen. Läufer wegtauschen. Läufer nach E6. Er sieht das anders. Ich muss den Bauern angreifen. Wenn man schon einen Bauern mehr hat, muss man noch einen Bauern mehr haben. Ich hätte einfach Läufer D5 gezogen. Läufer D5, den Läufer vom Brett tauschen. König D5. Der König klebt ja immer noch auf der Grundreihe fest und dann gewinnt er so ganz easy. Und jetzt Läufer D5, okay, warum nicht sofort? Wenn er eh vorhat, den Läufer zu tauschen. Ach, er tauscht ihn sogar. Ich glaube, bei so einer Stellung bräuchte man, selbst wenn es ginge, da bräuchte man keine Endspieldatenbank zu Rate ziehen. Ist ja immer noch 7 Steine. Das sehe ich auch so, dass das gewonnen ist. Interessant wird nur sagen, wie sperrig und lahmarschig der das jetzt gewinnt. Vielleicht einfach mit dem König nach F3 ziehen, der schwarze Läufer kann nur eh nichts. E4, F3. Und dann ziehst du mit dem Bauern halt irgendwie nach vorn. Bauern bis nach G4, G3 und dann ist schon verloren. König F3, den Bauern nach G3 bringt, dann drunter schon Grund rein. Läufer G5. Ja, das würde ich auch Stockfisch noch verlieren. Vielleicht mache ich das irgendwann.
Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich mal versucht. Mit Schachcomputer. Quasi den Vancouver gegen ein Gerät, was sehr viel schwächer ist. Und der Vancouver gibt damit einer Zugvorgabe, Dame F7, die Dame, da spuckt quasi die Dame. Da spielt ein ganz normales Schach und dann tauscht er noch weiter Puppen ab und verliert irgendwann. Das ist ja nicht, dass er versucht, das irgendwie ja, taktisch trickreich zu spielen und dann in der Kombination von Mattangriff und Figurenangreifen das Material zurückzugewinnen. Die verlieren halt einfach. Boah, ist pleite, ist verliert. Vielleicht hätte die den Remis-Faktor umstellen müssen. Also so, dass selbst mit, wie will man das machen, dass er noch auf Gewinn spielt mit Material weniger? König E1. Nein, der Lippo schläft nur langsam ein. Ach, selbst Turm H2. Muss ja schon Bauer H4 ziehen, sonst ist der Bauer weg. Jetzt kannst du einfach H6 ziehen, Läufer H6, Turm H4. Der Läufer muss wieder reagieren, dann wieder Turm H2. Ja, und dann König F3 und den G-Bauern marschieren lassen, sowas in der Art. Vier Minuten hat Fritz 1 noch, König D1. Vielleicht kann er einfach den König G14 und dann den nehmen oder Turm G2 und dann den Läufer schlagen. Turm E2, okay. Vielleicht würde das auch gehen. König G4 und dann einfach den Bauern schlagen mit dem Turm und dann mit den zwei Bauern gewinnen. Oder Turm schlägt D2 und König G4. Ich glaube, das würde auch gewinnen. Das machen die aber alles nicht. Oh! Gerade habe ich nur gesagt, er macht das nicht. Jetzt macht er es. Ich habe die Infos gar nicht hier stehen auf dem Display. König schlägt D2. König G4. Ich glaube, Fritz 1 konnte noch nicht aufgeben. Das ist interessant, was er jetzt gemacht hat. H5. Bauer H5. König G2, er muss natürlich mit König nehmen. Sonst ist er. Ein Randbau ist ja Remis. Das heißt, wenn der König auf H1 in der Ecke steht, da kannst du auch von H7 bis H2 alles Bauern haben. Ist trotzdem Remis. Oder mit bis H3, also das andere wäre Patt. Ist trotzdem Remis. Das würde mich interessieren, wie die Computer das dann einschätzen. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Bauern und König. Ob die dann plus 5 schreiben oder was machen die dann? Man muss ja wissen, dass es Remis ist, wenn er das dann anders machen wollte. König E4. Ich mache jetzt mal 0-1. Einmal König E4 und dann kommt ja. Dann wandert der Bauer ja durch. Das ist ja, gewinnt ja. Man fängt König G3 und dann machst du H5, H4, H3, das ist ein H-Bauer und wandert zur Dame. Und Dame, König, das schaffen die. Fritz 1 verliert, war aber zu langsam. Hat sie halt übersehen, diese Kombination. Springer hat sie zweite übersehen. Hat er mit einem ganz anderen Zug gerechnet. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.